Hallo liebe Freunde der symphonischen Blasmusik und herzlich willkommen zu einem weiteren auf Frankfurts Straßen. Ich will das Video heute nutzen, um euch über so ein paar Dinge zu informieren, die da kommen könnten. Vorweg, ich finde es super geil, dass dieser Channel wächst und gedeiht. Ich meine, man hofft natürlich immer, wenn man so einen Channel startet, dass das irgendwie funktioniert, aber ich bin dann trotzdem immer wieder überrascht, wie schnell es irgendwie auch doch geht. Also wie schnell jetzt auch diese Abonnenten irgendwie mehr werden, auch wenn es nur im Kleinen ist. Ich meine, wir sind nur 150 Leute hier gerade so um den Dreh, glaube ich. Aber es macht mich trotzdem unglaublich happy, jedes Mal, wenn da was dazukommt. Und ich hoffe, der Content gefällt euch, also scheinbar, weil sonst würdet ihr nicht abonnieren und sonst würdet ihr dieses Video hier nicht sehen. Nichtsdestotrotz ist, es gibt die Stationen im Leben, in denen sich so ein bisschen was ändert, und ich stehe gerade kurz vor so einem und da will ich euch einfach, ja, es wird sich nicht viel ändern, aber ich will es euch trotzdem erzählen, einfach, dass ihr wisst, was abgeht. Ich werde in Kürze Vater meines ersten, wie es ausschaut, Sohnes, und wer von euch Kinder hat, der wird das bereits kennen, dass sich da einiges ändert. Und auch so merke ich gerade schon kurz davor, oh ja, da wird sich einiges ändern und da kommt ein bisschen was auf einen zu. An Veränderungen und Dingen, jetzt auch mit Wohnung und was weiß ich. Und ich stelle einfach gerade fest, okay, ich muss ein paar Dinge anders strukturieren, anders organisieren. Und davon ist auch so ein bisschen dieser Channel betroffen. Das heißt nicht, dass ich weniger mache, das heißt nicht, dass ich schlechter mache, ganz im Gegenteil. Weil die Sache ist so, ich muss jetzt natürlich gucken, dass ich die Sachen, wann ich sie drehe und wie ich sie drehe, etwas besser strukturiere. Früher habe ich das einfach so gemacht, oder bis jetzt habe ich das so gemacht, okay, ich habe hier eine Idee, dann schreibe ich die auf meinen Plan und dann drehe ich die quasi tags drauf. Oder ja. Und wenn sie dann fertig gedreht ist, lade ich sie einfach auf den Channel hoch, setze das quasi nächste Datum dahin und fertig. Das Einzige, wo ich dann immer noch so geguckt habe, dass ich so ein paar Serien an bestimmten Tagen laufen habe lassen. Das habt ihr ja schon gemerkt, dass dienstags und freitags waren immer irgendwelche Serien quasi oder Mehrteiler meistens. Und das wird auch alles so bleiben. Der einzige Unterschied ist, wird sein, wie und wann ich meinen Content drehe und mache. Und eigentlich habe ich vor, etwas umfangreicheren Content auch euch zu bieten. Nämlich ist es so, ich werde auch noch demnächst eine neue Kamera kriegen. Zurzeit nutze ich eine quasi von meinem Arbeitskollegen eine HD-Videokamera und ich werde noch eine DSLR kriegen, die natürlich dann auch videofähig ist. Und das Coole dann wird halt sein, dass ich ein bisschen anders Videos drehen kann, dass ich einfach dann auch mit zwei Kameras Videos drehen kann. Muss mal gucken, ob ich das in den quasi regelmäßigen Vlogs wirklich mit zwei Kameras arbeite oder ob ich euch den Schnitt erspare. Und dann halt, ja, zum Beispiel so Sachen wie Klavier lernen, wird sehr, sehr viel einfacher dann, weil ich euch viel mehr Bildmaterial quasi liefern kann. Und so ein paar Serien werden einfach anders werden, einfacher werden für mich zu drehen. Und damit hoffe ich, dass dann auch der Content besser wird. Ich habe auch vor, sehr viel umfangreichere Sachen zu drehen, wo ich jetzt früher immer die versucht habe, einfach auch aus der Zeit geschuldet, relativ simpel zu machen, habe ich schon vor, jetzt auch ein paar längere Sachen zu machen, ein paar umfangreichere Sachen zu machen. Ihr merkt das eigentlich, glaube ich, auch schon, dass die Sachen ein bisschen, also wenn ihr jetzt zum Beispiel Reamping oder sowas nehmen, ich versuche schon ein bisschen trickigere Sachen zu machen, versuche aber trotzdem halt auch die Zeit so effektiv zu nutzen, wie es geht. Also ich werde auch dem Stil treu bleiben, das Ganze ungeschnitten zu lassen, wenn ich rede. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich diese schnell geschnittenen Videos nicht sonderlich leiden kann. Oder was heißt nicht leiden kann? Es ist, glaube ich, irgendwie nicht mein Stil. Ich bin so ein einfach Rausreder und da mache ich das auch in YouTube so. Daran wird sich also nichts ändern. Es wird sich auch nichts an den drei Videos pro Woche ändern. Das Einzige, was sich eben ändert, ihr werdet mich öfter, noch öfter als jetzt schon im gleichen T-Shirt da sitzen sehen. Einfach, weil ich dann an einem Tag versuche,
ja, schon so 5 bis 6 Videos zu drehen und die dann auch an einem Tag schneiden. Also da werde ich dann halt gucken, dass ich mir einen Tag in der Woche oder ich brauche ja dann einen in 2 Wochen, quasi einen Tag in 2 Wochen freischaufel, an dem drehe ich dann 6 Videos am Stück, schneide die und lade die dann über die nächste Zeit hoch. Das ist übrigens ein unglaubliches Nadelöhr. Das ärgert mich ein bisschen, da muss ich mich mal um ein bisschen Internetverbindung kümmern. Es braucht immer unglaublich lang, so ein Video hochzuladen. Ich sitze da stellenweise, schaue ich so ein 10-Minuten-Video 2 Stunden beim Balken machen zu. Also dann auf YouTube hochladen. Das ist relativ heftig. Und auch die Rendering-Zeiten sind ganz schöne Zeitkiller, weil man einfach den Rechner laufen lassen muss und sich währendher nichts tut. Aber das soll alles nicht euer Problem sein, das ist alles mein Problem. Ja, natürlich freue ich mich auch nach wie vor, wenn ihr mal auf Patreon vorbeischaut. Das werde ich auch versuchen, noch ein bisschen zu pushen, wobei das zum Beispiel dann der relativ easy Content wird, weil ich das dann vermutlich meistens wie jetzt hier mit meinem Handy drehen werde, entweder auch während längeren Autofahrten einfach euch was erzählen werde oder einfach bei Sessions, die wir im Studio haben, mitdrehen werde oder wenn ich ein Konzert spiele, irgendwie mitdrehen werde und so. Also es wird dann wird quasi von der Bildqualität und von der Drehqualität her eher der schlechtere Content, aber es wird dafür mehr Content und ich werde euch viele, viele, viele lustige Dinge zeigen. Also schaut da einfach mal auf Patreon vorbei, würde mich sehr freuen, wenn ihr mich da supportet, weil das ist einfach eine Möglichkeit für mich, dann auch unabhängiger zu werden, beziehungsweise meinen Fokus auf was anderes legen zu können, weil je mehr ich quasi über Patreon reinkriege, umso weniger muss ich andere Sachen machen, die zwar Geld für mich einbringen, aber Timekiller sind, dass ich mache noch so ein paar so Homeoffice-Jobs und so ein Zeug und das ist halt alles zum Geld verdienen und wenn das einfach anderweitig besser läuft, habe ich einfach mehr einen Fokus auf die Musik und auch mehr einen Fokus auf YouTube, weil YouTube macht mir unglaublich viel Spaß. Mir macht das unglaublich Spaß für euch, Videos zu drehen, Content zu generieren, mir auszudenken, was könnte euch interessieren, wie könnte ich euch was rüberbringen, aber dann auch so Sachen wie Recherchen und sowas macht mir unglaublich Spaß. Die ganze Musikgeschichtenserie hat mir unglaublich Spaß gemacht, das einfach mal nachzugucken, nachzurecherchieren, was geht da ab und so, ja, genau. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Es wird sich an den 3 Videos pro Woche nichts ändern. Es wird sich daran was ändern, wann ich die drehe und wie ich die planen muss. Das heißt, auch so Sachen wie mal spontan auf einen Kommentar in einem anderen Video eingehen, wird eher schwierig, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, nehmen wir mal Klavier lernen, ich drehe jetzt dann Folge 3 bis 5, glaube ich, habe ich mir vorgenommen, in einem Stück zu machen. Das heißt, wenn ihr mir jetzt in 3 irgendeinen Kommentar schreibt, seid nicht böse, wenn ich es erst in 6 dann umsetze. Einfach, ich habe es nicht rechtzeitig gesehen und deswegen da der kleine Zeitverzögerung. Seid mir da nicht böse drum, ich muss es so machen, einfach weil ich jetzt dann den Job managen muss, meine Familie managen muss und noch viele andere Dinge managen muss. Nebendran einfach zeitmäßig und ich will so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie verbringen, die ist mir unglaublich wichtig. Und ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zugucken, vielen, vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank fürs Abonnieren, fürs Kommentieren, fürs Daumen hoch, für auf Patreon gucken. Yay. Es macht mir unglaublich Spaß, für euch was zu tun und ich freue mich, das noch hoffentlich lange, lange weitermachen zu können. Deswegen erzählt auch anderen Leuten gerne von mir, habe ich überhaupt kein Problem mit, ganz im Gegenteil. Und ja, wie auch immer, wenn ihr irgendwas habt, was ich bequatschen soll in Videos, weil ihr sagt, irgendwie das ist eine Sache, die habe ich nicht verstanden, sei es Tontechnik, sei es Recording, die Kamera ist verrutscht, ist ja krass. Sei es Recording, sei es Musiktheorie, sei es whatever, schreibt es in die Kommentare oder auf meine Facebook-Fanseite. Ich habe da extra eine Seite auf Facebook gemacht, dass ihr da auch schreiben könnt und ich freue mich auf alles, was da kommt. Vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Tschaußen! Und so war die Kamera am Anfang. Da, ciao.